Ja, bei uns war es halt so, dass das Wasser in den Keller eingedrungen ist und dass die Kellerdecke auch im Wasser stand. Und wenn es noch 10 cm gestiegen wäre, hätten wir es auch im Wohnraum gehabt. Das heißt, so haben wir unsere Kellerräume, wo Büro und Gästezimmer, Bad und Saunaraum, Hauswirtschaftsraum waren eben komplett geflutet und dementsprechend auch alles im Rohbau heute. Wir haben eine Trocknung durchgeführt oder durchführen lassen. Nicht wie alle anderen, dass der ganze Bodenbelag rausgestemmt wurde, sondern bei uns wurde Luft durchgeblasen durch den Bodenbelag. Und so haben wir jetzt heute auch wieder alles trocken. Wer findet jetzt einen Verputzer, der Ihnen rund 300 Quadratmeter putzt, wo es ganz viele Leute gibt, die eben Wohnraum brauchen. Deshalb haben wir gesagt, uns reicht es, wenn das im kommenden Jahr irgendwann im Frühjahr dann stattfinden kann. Dann werden wir uns das wieder, so wie wir es gerne hätten, aufbauen. Ich glaube, da danken Ihnen viele andere Betroffene, die nicht mehr so ein schönes Wohnzimmer haben. Was hat Ihnen denn jetzt in der ganzen Zeit Hoffnung vielleicht auch geschenkt, bei all dem Schlechten und Traurigen, was man erlebt hat? Da muss ich ganz klar sagen, erstens mal die ganze Hilfe von allen Leuten, die aus ganz Deutschland plötzlich im Floating standen. Egal, ob es jetzt aus Augsburg, aus Berlin, überall kamen junge Leute her und die haben gar keinen langen Heckmeck, angepackt, Schaufel und los. Und das ist, das muss ich also wirklich sagen, das hat uns persönlich, sehr, sehr gut getan. Ne? Ich fand es also sehr schön, dass die Menschen kamen. Wir, muss ich sagen, hatten halt sehr große Hilfe durch unsere eigenen Kinder, unsere beiden Söhne, unsere Tochter, unser Neffe, Freunde, die bei uns gleich eingestiegen sind und so, dass wir gesagt haben, ganz lieb, aber ich glaube, es gibt andere, die eure Hilfe brauchen, die nicht so junge Leute dabei haben, die nicht tragen können. Und deshalb war das ganz toll, einfach zu sagen, also danke, es ist ganz toll. Und was wir eben auch gut fanden, war, dass dieses Hilfezentrum hier in den Ahlofer Tonwerken entstanden ist. Das war uns schon eine Hilfe, weil wer hatte denn noch ein Fahrzeug, was fahren konnte? Das Auto, das Motorrad, alles in der Garage abgesoffen. Und deshalb war es schon toll für die Bevölkerung, weil wir anfangs ja auch keinen Strom hatten, dass man da wirklich hingehen konnte, mal was Warmes essen oder wenn was fehlte, da sich einfach was holen konnte. Ja, da muss man der Familie Brucher-Seifer wirklich ein riesen Lob aussprechen, dass die das ganze Gelände zur Verfügung gestellt haben. Und das war schon klasse. Haben Sie denn für die Zukunft, was wünschen Sie sich da? Ja, für die Zukunft, was wünschen wir uns? Also ich denke, der Aufbau wird Zeit brauchen, dass man sich vielleicht auch von Seiten der Politik mal eben wirklich mit Hochwasserschutz, Starkregen beschäftigt. Vielleicht auch in der Form, das wäre so ein Wunsch, den ich weitergeben würde, dass man vielleicht mal versucht, Veranstaltungen zu organisieren, um Hausbesitzern oder Menschen, die hier in der Region leben, zu zeigen, was kann man tun. Es gibt wohl sehr viele verschiedene Möglichkeiten, wie man einen Wasserschutz, Hochwasserschutz für die Häuser anbringen könnte. Sei es durch Luftkissen, durch andere Möglichkeiten, dass man da vielleicht mal mehr Informationen vor Ort hinbringen würde. Weil ich glaube, dass nicht jeder im Internet recherchieren wird, was kann ich tun. Ja, auch kann. Ja. Auch finanziell kann, ob man da eben vielleicht auch für die Leute einsteigen kann. Das wäre schon so ein Wunsch für uns. Wir hatten, sagen wir, 80 Zentimeter hier überall. Die Mauer, die da hinten war, die haben wir schon wieder aufgebaut. Der ganze Garten ist einfach vollgelaufen. Und dann irgendwann war die Mauer weg und hier ging ein Strom durch. Sie können sich das war... Der Rhein war gar nichts dagegen. Das Geräusch, unwahrscheinlich. Hinten an dem Damm, der da hinten vorbeigeht, da war ein Wasserfall, 1,5 Meter, wie an den Niagara-Fällen, über Tage hinweg. Das war extrem. Und
man hat eigentlich hier gar keine, man müsste rundum eine neue hohe Mauer ziehen, Beton, das wollen wir ja auch nicht. Wir hoffen, dass sowas ja nie wieder passiert, aber den Schutz bei dieser Menge an Wasser, ich glaube, das ist gar nicht möglich. Das kann sehr gut sein. Und klar, wir haben jetzt versucht, unten irgendwas zu machen. Wir haben schon alles hoch gehabt. Aber wenn der Keller bis unter die Decke voll ist, dann nützt auch nichts mehr. Die Podeste für die Heizung, Podeste für Waschmaschine. Unsere Waschmaschine steht 80 cm hoch. Die schwamm trotzdem oben. Ne? Also ich denke mal, es muss vorbeugend schon mit Wasserführung, mit Ableitung, Auffangbecken, da muss irgendwas geändert werden.